Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Runde Punch Club. Ich habe ein bisschen die Roboterhaare abgefarmt, immer nur die 10, 20% da vorne mitgenommen. Und lustigerweise hatte ich dann irgendwann mal tatsächlich eine Rüstung. Das habe ich so lange gemacht, bis ich hier 100 Talentpunkte hatte. Die habe ich dann erstmal ausgegeben in die Schildkröte, um hier hinzukommen. Um dann später hier hinzukommen, um dann später hier runter zu gehen. Nach hier. Damit das hier schön auf der 13 bleibt. Naja, ich bin euer Georg Gawut und ich bin auch dabei. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hier so schön hochkriegen. Der nächste Kampf müsste, glaube ich, auch anstehen. Ne, wir haben nicht genug Macaronis. Wir machen das jetzt hier noch auf 11. Das sollten wir hinkriegen. Stamina ist halt echt verflucht wichtig, ne? Leben, aushalten, prügeln. Übelst wichtig. So, ah ja, genau. Ich kann ja für euch mal wieder den Geilo-Sound hier anmachen. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Drücken uns Kaffee rein und ein Lamm. Dann nehmen wir unser Moped hier, fahren nach Chinatown, gehen zu Onkel Ring Dung hier. Der Darsteller aus Drunken Boxing und Drunken Master ist, glaube ich, auch schon gestorben. Aber der wurde auch uralt, ne? So, jetzt fahren wir dahin, unter Wasserbasis. Und jetzt verprügeln wir die Ultra Power Roboter. Egal, rein. Wir machen den halt, ne? Ja, wir haben halt das Problem mit der Energie, ne? Aber wir haben ihn umgelegt. Kriegen wir halt was davon? Nein. Oh, ja. Nochmal das. Das ist so traurig. Ich mag das nicht. Ah ja, okay. Okay. Weird, aber weird. Der will auch nichts mehr von uns. Da geht auch nichts mehr. Hast du denn was Neues im Angebot? Nee. Da hängt unsere Power-Rüstung rum. Hat er eigentlich hier noch irgendwas? Wir können mal gegen Silver Handpads. Sag mal, das bringt. Keine Ahnung. Okay. Ah, das gibt zwei Chips. Okay, nice. Und der Übungskampf? Ah ja, okay. Man kann das nur einmal am Tag machen. Oh. Hat er hier noch irgendwas für uns? Gut, dann reden wir nochmal mit unserer Ollen. Beat ist einfach unfassbar gut, ne?
Jetzt wenn ihr wieder stänkert, ne? Ah ja. Stänkert nicht. Er ist verliebt, das ist gut. So ein Kingpin hier. Wir machen mal eine Party. Eigentlich müssten wir trainieren. Drücken wir uns mal nach links rein, hier ein Cappuccino. Dann machen wir hier nochmal eine Party. Wir machen jetzt erstmal den ganzen Tag Party. Und dann gehen wir wieder in die Trainingshütte nach da unten, beziehungsweise erstmal eine Runde Monkeponke schlafen. Wir haben ja jetzt alles ausge... Oh, das ist gut. Die gehen wir verprügeln. Das gibt ordentlich Shipperinos. Vorhin haben wir ja gegen Aliens gekämpft. Und jetzt kämpfen wir gegen Pirates. Egal, wir boxen die weg. Alter. So, und los. Hau ihn weg, hau ihn weg. Ninja-Tritt. Bams. Lied von der Mucke, Alter, einfach gut. Wir haben halt übelst die fetten Punches, wenn wir treffen, ne? Aber wir haben halt das Problem mit der Energie noch so ein bisschen. Das muss man noch bereinigen. Deswegen würde ich das eigentlich mit der Stamina auf 13 kriegen als Grundbasis. Das ist solide. Und dann bei Energie 15 oder so gehen. Also auch die 13 Cap mitnehmen. Ist halt aber, ob wir das noch schaffen. Ja, der sieht aber ziemlich lustig aus. Ja, der macht uns, glaube ich. Oder wir hauen ihm jetzt nochmal richtig eins auf Brett. Ja, schade, los. Wir hätten aussteigen sollen. Oh. Ja, okay. Schwierig. Dann gehen wir erstmal eine Runde knacken. Richtig am... Ah ja, gut, das hält ja nur... Das heißt ja nur Schlafkeule. Die Stimmung geht doch wieder hoch. So, nächster Tag. Hier noch ein paar Sachen. Können wir eine Party wieder machen, na ja, blub. Und los. Party time. Yay. Komm. Wir gehen nochmal ein bisschen was pennen. So bis hier. Hier die Stimmung wieder hochgeht. Ja, okay, dann bald bis nächster Tag. Schön Truthahn reinbürgen. Immer nur die ersten zwei Kämpfe für die Chips. Aber die machen das halt echt nicht gut für Sportfreaks. Die geht auch richtig ab, ne? So, Monkeponke, wir gehen raus. Dann gehen wir wieder in unsere Muckibude. Und gehen erstmal ein bisschen Party machen. Also ob die sich doch gegenseitig aushebeln ein bisschen. Sollten ja, ne?
Und wie geht's euch denn so? Erzählt mal, wie weit seid ihr denn mit eurem Sport? Schon 60er Bizeps geschafft? 8-Pack? 6-Pack? Oder seid ihr doch eher die Generation Fass? Also Bierfass unter uns Männern? Die Wahl aber zwischen einem Sixpack oder ein Fass. Glaub ich denn das Fass, da ist mehr drinne. Die Mucke ist einfach saugeil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Jetzt müssen wir wieder was essen gehen. Er ist halt jetzt auch so ein bisschen, na, mal gucken. Mit Gröde können wahrscheinlich nichts lernen, nee. Ja, das wollte ich eigentlich haben. Monkel, hau den Kaviar rein und drück dir das rein. So, Monkel Ponkel, wie sieht's aus? Verlierst du da jetzt die Punkte oder nicht? Ja, und weiter. Hier auch einfach Pizzaschachteln rumliegen, ne? Besen. Ach, siehste! Den habe ich gar nicht gesehen. Da bin ich doch blind auf beiden Augen. Dass die Katze der Bösewicht war, fand ich jetzt irgendwie. Schwer dick. Aber wir können mal kurz hier gucken. Okay. Achso, ja, dann, Bruder, gehen wir woanders hin. Er ist ein richtiger Monkey-Punkel. Ich glaube, im nächsten Run, das wird eine große Folge, machen wir einmal komplett den Speedo. Jetzt sind sie. Da müssen wir noch lange trainieren für. Ja, okay, dann geh hier hämmern. Hammer auf den Reifen. Ja, jetzt hat er wieder Hunger, der kleine Mann. Er ist so ein richtiger Fressi-Mann, ne? Sollten vielleicht mal die Alten wieder. Ein Geschenk machen. Ist besser als plaudern. Ja, da haben wir nur dieselben Texte. Genau wie er. Ist übelst die Geiertante. Aber das habe ich auch schon in anderen Folgen gesagt. Adrian ist. Man sieht halt die vielen, vielen Verbindungen zu den anderen Boxfilmen oder Spielen, wie Fallout mit der Powerrüstung. Es gibt auch irgendeinen Hint mit der Katze. Denn hier die. Das ist so ein Boxmanager auch im echten, der heißt dann nur ein bisschen anders. Rocky, Adriana, ne? Und hast nicht gesehen.
was man mit Fleisch und so isst und so. Z. Übelst obvious. Ah ja, stimmt. Wir müssen ja eigentlich dahin. Machen das jetzt mal eben voll. Also wir versuchen da ja raufzukommen, ne? Aber das hier mit der Treffersicherheit ist halt auch irgendwie schwierig, ganz ehrlich. Hoffentlich ist noch ein Kaffee da. Also, wir machen die 12. Machen wir eben schnell mit dem Laufband voll. Wenn wir das haben. Versuchen wir mal die Runde. Wir machen eigentlich auch richtig fette Hits, wenn wir den treffen. Hat der Monkel leider überlebt. Ach, haben wir verloren. War aber abzusehen. Nee. Wir müssen erstmal zu unserem Onkel Ming Li Fu hier. Damit wir uns ein bisschen. Na, regenerieren. Hallo? Ah, okay. Einen Helm zu tragen. Geiler Typ. Okay. Dann gehen wir die wieder verprügeln. Die machen wir eigentlich immer relativ gut weg, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Dam. Komm schon, links, rechts, Kombination. Ja, der Munkel ist halt wieder. Der depresst uns halt mit seinen Sachen hier, ne? Ja, und da gehen wir dann besser raus. Ja. Bildkröte. Gute Schuhe 2. So. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war Georg Graubut mit Punch Club 2. Wir machen noch einen dritten Run nachher. Ja? Oder wenn wir hiermit durch sind. Um die 200 zu knacken, falls wir es in dem nicht schaffen. Ciao, ciao.